Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Animotion. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Animotion. In diesem Video zeige ich euch die Abläufe. Abschließend gibt es dann auch ein Fazit. Animotion ist ein Spiel von der Edition Spielwiese. Ich glaube, da habe ich euch schon alle Spiele vorgestellt. Remember ist in einem gleichen Format. Ist ja eine Neuauflage erschienen. Auch das habe ich euch vorgestellt. Heute geht es aber um Animotion, Edition Spielwiese und Pegasus Spieler. Es ist von den Autoren Bruno Falduti und Nathalie Grandperrin. Ja, Illustration, ich glaube, das erkennt man. Pablo Fontanier, wunderschön illustriert. Es ist ein Kommunikationsspiel. Ja, Pantomime spielt auch eine Rolle. Fun spielt auch eine Rolle. Also schon ein spezielles Spiel. Ja, dazu auch mehr im Fazit. Ab 8 Jahre ist angegeben und die Spieleranzahl bis zu 8 Personen. 3 bis 8 Personen können hier mitspielen. Spielzeit so 15, 20 Minuten. Es hängt ab von der Lust und Laune der einzelnen Spieler, hängt aber auch von der Gruppe ab, von der Anzahl der Personen, wie oft das gespielt wird. Weil die Karten, die habe ich schon mal platziert. Ich habe die Werte von 1 bis 6 ausgelegt. Dann habe ich die Karten gelb und rot, die werden auch gemischt. Und die werden auch hier ausgelegt. Man merkt sofort, ich hoffe, man erkennt es. Ansonsten sage ich es natürlich, es sind 4 Sprachen hinterlegt. Das heißt Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch ist hinterlegt. Also durchaus auch für internationale Spielrunden. Hier habe ich die Tiere, Hund, Spinne, Fuchs, was haben wir hier, Fledermaus, Wolf und Nashorn. Hier habe ich quasi Eigenschaften, gesprächig, wütend, hungrig, charmant, tollpatschig und liebevoll habe ich hier hinterlegt. Ja, ich fange an. Ich habe nämlich hier die Karte. Die wird immer weitergegeben, Runde für Runde, beziehungsweise immer weiter. Jede Runde bekommt jemand neu. Und abhängig davon, wie viel Person ihr seid, wird so oft gespielt, bis jeder eine gewisse Anzahl mal diese Karte vor sich liegen hat. Also 3, 2 Mal. Ihr könnt auch länger spielen, solange ihr Lust habt. Es fehlen noch 2 Würfel. Die habe ich hier. Rot und Gelb. Und die würfel ich natürlich in dieser Box, weil... Ja, was soll ich überhaupt nachmachen? Die Mitspieler müssen es erraten. Das heißt, ich nehme die Würfel, schüttel das in der Box und das Ergebnis zeigt mir dann an, durch Rot und durch Gelb, welche Karte bzw. welche Kombination ich nachmachen muss, ohne natürlich Eigenschaft bzw. Tier zu nennen. So, die Mitspieler raten. Die raten und versuchen natürlich, das herauszubekommen. Ich hoffe natürlich, jemand bekommt die Kombination raus, weil als Gewinner, ja, als Teilnehmer, ich habe ja die Karte vor mir, ich habe ja das Tier nachgemacht. Ein Hund beispielsweise durch Bellen oder Wuff oder sonstige Laute, eine Art und Weise, dass ich auch die Eigenschaft habe. Aber das zeigt mir hier an, was ich nachmachen muss. Und die Mitspieler müssen versuchen, diese Kombination zu finden. Und gelingt das, bekomme ich eine Karte und der Gewinner, Gewinnerin bekommt die andere Karte. Man sammelt dadurch natürlich Karten und Punkte. Und das wird reihum weiter gespielt. Das heißt, hätte ich jetzt eine Kombination von Hund und tollpatschig, weil das hier durch eine 1 und eine 2 dann angezeigt wird, dann müsste ich den Hund in einer Art und Weise dann pantomimisch nachmachen, damit die Mitspieler da drauf kommen. Ja, international, ihr merkt, das heißt, international kann man da auch sehr gut spielen. Ist natürlich auch interessant, mit Spanier, Engländer oder Franzosen das Ganze zu absolvieren. Das funktioniert natürlich, weil die Begriffe stehen natürlich drauf und man deutet natürlich auf die Zahlenkombination. Und so funktioniert das ganze Spiel. Und damit bin ich beim Fazit. Hier habe ich jetzt 4 und 5. Ja, Fledermaus und wütende Fledermaus darzustellen. Puh, ich stelle mir das richtig schwierig vor. Im ersten Moment wüsste ich jetzt gar nicht, wie ich das machen sollte. Und so merkt ihr, abhängig von der Auslage der Karten, ist das manchmal einfach, einen Hund darzustellen. Das weiß man gleich, dass der Hund, die Art und Weise, die Eigenschaft ist dann vielleicht noch ein Problem. Aber der Fledermaus darzustellen, die da noch wütend sein soll, das könnte sehr spaßig sein. Animotion lautet das Spiel und ja, ist schon ein witziges Spiel. Allerdings auch sehr stark abhängig von der Gruppe. Lässt man sich darauf ein? Pantomime mag nicht jeder, sowas preiszugeben. Eine witzige Runde. Manche könnten sagen, es ist ein Spiel für eine lustige Geburtstagsrunde oder für einen Silvesterabend, für eine Partyrunde, wo man einfach was Schnelles dann sucht. Und
Und das ist der Pluspunkt bei dem Spiel, wo internationales Publikum teilnimmt, wo vielleicht nicht jeder die deutsche Sprache beherrscht, wo Spanier, Engländer und Franzosen am Tisch sitzen, da kann ich es mir richtig gut vorstellen. Da hätte ich es auch gerne ausprobiert, gespielt, die Möglichkeit hatte ich nicht, aber ich kann mir das auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Was die Karten, die Illustration, das Cover ist super, auch vom Titel her, das spricht mich sofort an, ist auch klasse. Pablo, der Illustrator, ist bekannt natürlich, das ist klasse gemacht. Die Karten an sich sind allerdings sehr nüchtern gestaltet. Klar, ein Würfel für die Gelben, ein Ruf für die Roten. Das ist sehr trocken gehalten. Auch hier die Illustration immer die gleiche. Die Titel, man muss sich manchmal verdrehen. Das sind ja kleinere Hürden. Das wird den einen oder anderen vielleicht auch gar nicht stören. Man hätte es sicherlich ein bisschen größer darstellen können. Nicht unbedingt durch die Raute. Die Begrifflichkeiten ein bisschen größer darstellen, damit man es sofort erkennt. Also recht nüchtern gehalten. Schön wäre natürlich, wenn man die Tiere dann nochmal abbildet. Aber dann besteht die Gefahr, wenn ein Elefant kommt, dass man es genauso macht, wie auf der Illustration hinterlegt ist. Schwierig. Ist wieder schwierig, dann bin ich wieder beim Thema, dann doch lieber nur den Titel lassen und jeder macht das Beste draus, was man aus dieser Kartenkombination erkennt. Sicherlich nicht ein Spiel für jeden und wenn ich jetzt in meine Gruppe, wir sind ja insgesamt 16, 17 Leute mittlerweile, dann schaue, dann weiß ich, das darf ich bei gewissen Spielerinnen, da bringt es gar nichts auf den Tisch zu holen. Die haben einen ganz anderen Geschmack, eine ganz andere Vorliebe. Das bringt es eher, je nachdem, mit Freunden, Bekannten, die jetzt vielleicht auch ein bisschen weniger spielen, die weniger Spielerfahrung haben, die ein schnelles Spiel dann suchen, einfach Fun haben wollen und auch kein Problem haben, das mit Pantomime darzustellen. Weil das ist auch ein wichtiger Punkt und da gibt es auch sehr viele, die mögen einfach so etwas nicht. Und dann gibt es die andere Gruppe, die findet das richtig cool. Und ich glaube, aufgrund der Information wisst ihr, ob das Spiel sicherlich was für euch ist, weil es ist ein spezielles Spiel. Ich bin jetzt auch nicht der Typ, der sich auf Pantomime so direkt drauf einlässt. Fledermaus wütend. Ich weiß, ein schönes Beispiel. Also es ist gar nicht mal so einfach, das darzustellen. Der Schwierigkeitsgrad ist auf jeden Fall da, aber der Fun steht natürlich bei diesem Spiel im Vordergrund. Man will natürlich Punkte sammeln, der mit den meisten Karten gewinnt, aber das wird eher zu Nebensachen, weil die Pantomime und der Fun, der bleibt dann eher in Erinnerung bei den Runden, wo ich es jetzt absolviert habe und da merkt man es auch. Also Spieleranzahl 3 bis 8 Personen, ich würde es gerne mal in voller Runde dann spielen. Allerdings kann es da natürlich auch sehr lange gehen, obwohl 20 Minuten angegeben ist. Klar, man ist dann schon 1-2 Mal dran, je nach Runde, je nach Spieleranzahl. Aber es funktioniert zu dritt, zu viert schon bereits sehr gut. In den Runden haben wir es auf jeden Fall ausprobiert, auch in Runden zu 5. Aber das hängt sehr stark von den einzelnen Personen ab. Bevor ich mich da 100 Mal wiederhole, ich denke, ihr wisst Bescheid, schaut mal im Fachhandel, bekommt ihr das Spiel oder ihr nutzt die unten genannten Links. Da zahlt ihr nicht mehr, aber unterstützt uns automatisch, wenn ihr dort das Spiel oder andere Produkte dann holt. Auf eure Meinung bin ich gespannt. Ja, ich freue mich jetzt mal auf die Rückmeldung. Je nachdem, findet ihr solche Spiele gut? Nehmt ihr eher Abstand zu solchen Spielen? Welche Spiele findet ihr besser? Es gibt ja viele solche Kommunikationsspiele. All das und noch viel mehr könnt ihr, wenn ihr wollt, natürlich in den Kommentaren hinterlegen. Das zu den wichtigen Infos. Ich sage danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut und bis bald.